Ja, danke. Ich fühle mich sehr gut. Das Ich habe freut Ihre mir Personalität. persönlich sehr besonders Ja. großartig, ja? Das ist sehr gut. Bei den Menschen muss es gut gehen, bei diesen schlechten Zeiten. Ich habe Ja, Ihre das ist richtig. Und Personalität das heilige entdeckt. Kuh beten für jeden Menschen bei dieser Welt, das geht besser, das geht gut, dass alle Menschen glücklich. Okay? Ja, Right. genau. Ich habe Ihre Personalleitung gesehen. Sie haben bestimmt Interesse am Finanzmarkt gezeigt und Sie möchten damit Gewinne erzielen. Stimmt das? Ziegen? Ja, Ziege immer sehr gut. Stimmt das? Mit Ziege Bock? Ja, Ja, genau. Ziege sehr gut. Haben Sie irgendwelche Erfahrungen im Handel? Mit Ziege Bock, ja, das ganze Leben mit Ziege arbeiten. Ja, und wie viel haben Sie schon investiert? In mein Ziegefarm? Ja. Weiß ich gar nicht. Viel zu viel. Nicht so viel? Viel zu viel. Kann ich sagen, wie viel? Viel zu viel? Ja, weil Aber. wir haben 380 Ziegen, aber das auch sehr gute Tiere. Und wir sind ein großes Finanzinstitut. Wir haben erfahrene Finanzexperten, die über eine große Erfahrung im Handel haben. Und ich habe eine Frage. Mit welcher Summe möchten Sie anfangen? Also Und wie viel? ich wollte den Hälfte von des Ziegen wollte ich verkaufen und dann wieder Nein, kleines nein. Babyziege einkaufen. Nein, nein. Doch, doch. Wir sind ein Finanzinstitut. Wissen Ja. Sie, was ist Finanzinstitut? Wissen Sie, was ist Finanzmarkt? Nein. Nein? Nein. Sie können im Finanzmarkt Sie handeln nicht mit. anrufe, um Ziegebock zu kaufen? Nein, nein, nein. Oh Wir Gott. sind ein Finanzinstitut. Sie möchten im Finanzmarkt handeln mit Aktien, Indexen, Kryptowährungen, Währungspaaren und so weiter. Wer hat sich gepaart? Es gibt Bergziege? Viehprodukt. Wie bitte? Viehprodukte? Nee, mit Kühe können wir nicht machen, wegen der heiligen Kuh, das ist verboten. Dann Ganesha schlag in meinen Kopf. Einen Moment bitte. Ja? Oh Gott. Los, los, ich muss die Ziege melken. Hallo? Hallo, guten Tag, Herr Bankin Randi. Ich bin Elli Bonner vom Finanzmonitoring-Abteilung. Ja. Also, ich bekomme Ihre Daten und das bedeutet, Sie sind auf dem Finanzmarkt registriert. Also, Sie sind auf unsere Werbung über Bitcoin, über Autotrader registriert. Deswegen ich rufe Sie an. Also, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Haben Sie schon gehandelt? Und Also, es geht um Online-Handel. ich habe kein Wort gesagt. Können Sie Deutsch reden? Was haben Sie nicht verstanden? Sagen Sie mir bitte. Was? Was haben Sie nicht verstanden? Sagen Sie mir Gar bitte. nichts. Gar nichts. Es geht um Onlinehandel. Verstehen Sie mich? Haben Sie wer, was kann Deutsch reden, right? Ich spreche jetzt, ja, und Nee, hören Sie nee, mich nee, zu nee, nee. und sagen Sie mir bitte, was haben Sie nicht verstanden, okay? Ben Schutt. Also, es geht um Onlinehandel. Es gibt viele Produkte auf dem Finanzmarkt, zum Beispiel Kryptowährung, Aktien, Indizes, Forex. Also, wir bieten Ihnen VIP-Service an. Also, Sie bekommen von unserer Seite professionellen Finanzexperten. Verstehen Sie mich? Was meine ich? Ja, aber so wie Sie reden, man kann doch keine Worte glauben, right? Also, Total. Sie sind registriert, ja? Also, schauen Sie bitte, ich bekomme Ihren Ja, Namen, Jean-Dieb, Ihren Nachnamen, Banking. Nein, Ihre Telefonnummer, wir sprechen jetzt und ich habe ja auch Ihre E-Mail-Adresse. ja, und Das weiter? bedeutet, Das und das bedeutet, Sie können lesen. bedeutet, Herzlichen Glückwunsch. okay, und das bedeutet, Sie sind bestimmt auf unsere Werbung über Bitcoin, über Autotrader registriert. Ja, aber ich Also, damit habe. Sie können zusätzliche Einkommen verdienen. Und haben Sie schon in diesem Bereich Erfahrung? Sind Sie ein Computer? Wieso? Sie reden wie Roboter. Wirklich? Was meinen Sie? Sagen Sie mir bitte. Reden wie Roboter, der will unbedingt etwas verkaufen, aber hat keine Ahnung, weil ich nicht einprogrammieren, right?
Banjo, Terimagi, Jude. Ich verliere jetzt sehr viel Zeit, okay? Was? Sie sind unseriöser Mensch. Ich habe kein okay? Wort verstanden. Können Sie bitte Deutsch sprechende Mensch bei Telefon holen? Was haben Sie nicht verstanden? Sagen Sie mir bitte, welcher Satz? Sie sehr schlechte Deutsch sprechen. Ich möchte mit Good Customer Service Agent from Germany sprechen, okay? Was haben Sie nicht verstanden? Sagen Sie mir bitte. Sie sind Nazis? Ich bin Inder, Benchot. Ich denke, Sie sind Nazis. Ich bin ein Inder, du scheiße Rassistin. Hast du Problem mit Inder? Deine ganze Familie bei Ziegefarm kommen. Woher kommen Sie? Indien. Indien. Sehr gut, das freut mich. Warum du meine Nazi sagen? Also was haben Sie nicht verstanden? Welche Satz nicht verstanden? Sagen Sie mir bitte. Generell ich denke, nicht gut reden. Ich spreche deutlich, okay? Nee, aber ich spreche jetzt deutlich. Deutschlich? Was haben Sie nicht verstanden? Ich möchte mit jemandem deutlich. Reden, was gut Deutsch sprechen kann. Wissen Sie, was bedeutet deutlich? Deutschlich? Nein, deutlich. Hab ich noch nie gehört. Das deutlich. Ist der wie Dora, er wie Emil, Uwe Udo, er wie Theodor, er wie Ludwig, er wie Ida, er wie Cäsar, Harry Heinrich. Deutlich, das lautet im Gesamt deutlich. Können Sie sprechen? Nicht, ich will zurück in den roten Raum. Tschüss, schönen Tag noch, tschüss. Verschwinden, such die ordentliche Arbeit. Alter, wo finden die diese abgewrackten Mistfiguren immer? Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Du sagst, ich kann dich nicht verstehen. Gib mir mal eine, der vernünftig sprechen kann. Bist du gleich ein Nazi, bleh. Guten Tag. Wer spricht da? Mein Name ist Alex. Ich rufe Ihnen von Traditwell an. Habe ich gerade gesehen. Sind Sie auf unserer Plattform online, oder? Ja, Alex. Gut, super. Ich bin Ihr Onboarding-Agent, damit Ihr Konto aktivieren können. Was sind Sie betrogen? Haben Sie Natürlich nicht. Wir sind eine regulierte Unternehmer von Seitec. Und von wir sind Seite? Registriert. Seitec. Oh, wei. Was ist das? Ich kenne das nicht. Okay, ich sage Ihnen, wir sind registriert bei BaFin in Deutschland. Kennen was, Sie was BaFin? Was ist BaFin? Ist das dieses Restaurant in Berlin? Nein, nein. Was? Ein Moment. Was? Ja, Eintritt Global von Gesundheit. Seite. Haben Sie jemanden, der Deutsch nein, sprechen kann? Das. Ja, ein Ja, gib mir bitte. Ein Moment. Haben Sie Interesse, das Konto zu aktivieren oder nicht? Ich frage ihn. Ich verstehe Sie nicht. Gib mir mal jemanden, der Deutsch sprechen kann, bitte. Ja, ich spreche Deutsch. Hallo? Haben Sie Interesse in Trading? Hallo? Möchten Sie? Hören Sie mich gut? Hallo? Das ist Rakesh. Who are you talking to? Hallo? This is Rakesh. Who are you? Hallo? Sir? Hallo, Hello, sprechen Sie Deutsch? Sir, can you hear me right? I'm trying to translate for my manager, right? Hallo? Hallo, sprechen Sie Deutsch? Hallo? Hallo, ja, sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Englisch? Okay. Nein, Deutsch, Deutsch. Ah, sprechen welche Sie Deutsch? Sprache? Welche Sprache können Sie sprechen? Deutsche Sprache. Ja, welche Sprache noch? Englisch, aber ich bin Polska? Von Deutsche. Nein, Polska, leider nicht. Nein, woher kommst du, okay. Mein Bruder? Sag mir. Ich komme aus Rumänien. Ah, das ist das gleiche wie Polen. Stop. Nein, nein. Warum nicht? Vielleicht ist ein. Ist nicht gleich. Ja. Magst du keine Polen? Okay. Nein, nein, nein. Doch, doch. Welchen? Aber ist nicht die gleiche Sprache. Mit welchem? Sind Sie auf Polen, oder? Nein. Mit wem möchten Sie denn sprechen? Mit welchem Namen möchten Sie sprechen? Ja, bei mir steht Pizza Teig. Wie heißen Sie? Ja, Pizza Teig ist mein Name. Meine Eltern sind Italiener. Auf welches Land?
Italia. Auf welches Land kommen? Italia. Auf. Sind Sie Italiener? Ja. Okay. Was benutzen Sie als Gerät? Ein Pizzaschieber. Minimum Startkapital ist 215 Euro, damit Sie Ihr Konto aktivieren können. Ja, verstehen Sie? Ich verstehe sehr gut. Besser als du denkst. Gut. Okay. Was benutzen Sie als Gerät? 14 cm. Aber hat keinen großen Durchmesser, sonst tut es sehr weh. Haben Sie Interesse, das Konto aktivieren, ja oder nein? Ja, ich möchte Geld verdienen. Okay. Lassen Sie mich online zu gehen, ja? Ich zeige Ihnen. Was möchtest du mir zeigen? Unsere Plattform und Ihr Konto aktivieren. Ja. Ein Wenn Moment. Sie online Geld verdienen soll ich, möchten. Soll ich Computer anmachen? Was benutzen Sie? Computer, ja? Ja. Okay. Und weiter. Soll ich Computer anmachen? Ja, haben Sie Computer aufgemacht? Aufmachen. Soll ich aufschrauben? Bis wir Festplatte wechseln? Ja, wie bitte? Festplatte. Okay, schauen Sie in Ihre E-Mail. Haben Sie eine E-Mail bekommen von Tradedwell? Welches E-Mail-Adresse? Einen Moment, ich schicke gleich eine E-Mail. Ich schicke Ihnen gleich. Warum schreit diese Frau? Hat sie Schmerzen? Und sie spricht mit der anderen Kunden. Ja, die Frau soll nicht so schreien. Haben Sie jetzt eine E-Mail bekommen? Schauen Sie in E-Mail. Bitte. Habe ich gerade eine E-Mail geschickt. Haben Sie bekommen? Sagt man in Rumänien nicht bitte, wenn man etwas von anderen Menschen möchte. Ja. Ja, warum machst du das denn nicht? Suppen Kasper? Sprechen Sie Rumänisch oder was? Nein. Aber was möchten Sie sagen? Ich verstehe. Sprichst du nicht. Spanisch, mein Freund? Ach. Okay, haben Sie meine E-Mail bekommen? Ja oder nein? Puta madre. Hallo? Okay, sprechen Sie mit mir oder? Nein, ich spreche mit der Katze. Okay. Gib mir alles mal die Frau, die so schreit, die braucht mal einen richtigen Mann. Okay. Tschüss. Tschüss, du Betrüger. Was für Trottel! Oh, guten Tag, spreche ich mit Herrn Hans Vodersiege? Ja, der ist am Telefon, wer ist denn da? Super, mein Name ist Edward Schmelzer und ich bin Ihr Personal Berater von Asset Group. Haben Sie Helium inhaliert? Ich kann kein Wort verstehen, was Sie sagen. Mein Name ist Oliver Schmelzer und ich bin Ihr Personal Berater von Asset Group. Mein persönlicher Berater? Sind Sie ein Mann oder eine Frau? Aber wie ist besser für Sie, Männer oder Frau? Ja, ich mag beiden. Beiden, dann ich bin Mann. Gut. Sie ist ein sehr guter Kundenberater, der passt sich sogar mit dem Geschlecht an den Wünschen des Kunden an zur maximalen Zufriedenheit. Sehr gut. Und ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Sie haben Ihr Konto. Sie haben sich bei uns angemeldet, aber Sie haben Ihr Konto noch nicht aktiviert. Ja, richtig. Shalom. 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 Deswegen, also, Herr Vorsitzige, also, ja. Hatten Sie früher Erfahrung im Finanzmarkt? Was habe ich? Früher Erfahrung im Finanzmarkt? Nein, aber ich bin Goldschmied. Ich habe viel Gold. Haben Sie viel Gold? Ja, aber das will nicht an Börse handeln. Wir sollen kaufen. Ach so, Sie haben so viel Gold, also Ringe und so weiter?
Nein, ich bin Schmied. Zu Gold verarbeiten, Ringe machen, Uhren machen. Oh, sehr interessant. Ja. Und haben Sie sich entschieden, mit welcher Summe möchten Sie starten? Ah, das kommt darauf an, wie viel kann ich bei Ihnen verdienen. Ich brauche viel Geld. Sie brauchen viel Geld? Wie viel brauchen Sie? Ah, so viel wie geht. Ich mag Geld. Mögen Sie Geld? Wie alle? Ja, das ist gut. Sie auch Geld mögen? Natürlich. Ah, Mazel Tov. Sehr gut, sehr gut. Okay. Ah. Dann mit welcher Summe möchten Sie starten? Oder haben Sie sich nicht entschieden? Ich habe mich noch nicht entschieden. Können Sie mir eine Beratung geben? Also sehen Sie, minimale Zahlungssumme ist 250 Euro. Ah. Aber Sie können auch einen Bonus bekommen, was ist sehr wichtig für Sie. Wissen Sie warum? Na? Sie können 50% Bonus bei der Anzahlung bekommen. 50%? Das heißt, 50% bei der Anzahlungssumme. Zum Beispiel, wenn Sie mit 1000 Euro starten, können Sie insgesamt 1500 Euro auf Ihr Konto haben. Ah, das ist großartig. Das ist so nett von Sie. Ich sehe, Sie mögen. Möchten Sie mit 1000 Euro starten? Nein, das ist zu wenig. Zu wenig für Sie? Ja, ich will richtig Geld verdienen. Wie viel möchten Sie verdienen? So viel wie es geht. Ja, es geht, aber Sie können mit 1000 Euro starten und dann sehen, wie viel möchten Sie investieren und wie viel möchten Sie also verdienen. Hab ich gedacht, ich mit 10.000 anfangen. Sicher, Sie können so wie mit 100.000 Euro anfangen, aber ich glaube für Sie, das ist besser viel. Mit 1000 Euro. Warum? Das lohnt sich doch gar nicht. Bitte? Das lohnt sich doch gar nicht. Lohnt er nicht? Warum denn? Also das ist viel zu wenig. So viel verdiene ich in einer Stunde. In einer Stunde? Oh, in einer Stunde können Sie zum Beispiel 10 Euro verdienen. Nein, da verstehe ich doch nicht auf. 10 Euro? Sie können einen guten Döner kaufen. Nein, das esse ich nicht. Ich esse nur Koscher. Ja. Koscher? Ja. Darf ich wissen, was ist das? Koscher? Ja, nach den jüdischen Glaubensgrundsätzen. Ach so, Sie sind Muslim. Nein, ich bin Jude. Jude. Ach so, verstanden. Und essen Sie vielleicht Sushi? Das kommt drauf an, wie der Fisch getötet worden ist. Ja, essen Sie das nicht? Mein Gott. Dann was essen Sie? Meerschweinchen. Meerschweinchen? Ja, und Hühner und Ziegen. Ach so, dann können Sie zum Beispiel Karibus kaufen. Karibu? Nein, das sind so nette, liebe Tiere. Können Sie das vorstellen? Sie starten nur mit 1000 Euro und jede Stunde können Sie kaufen eins oder zwei Karibus pro Tag. Können Haribo? Sie das vorstellen? Sagen Sie Karibu oder Haribo? Haribo? Haribo, das ist Gummi. Und wir reden über Karibus. Karibu, sag mir, welchen Schulabschluss hast du gemacht? Bitte? Was für einen Schulabschluss hast du? Ich habe eine Universität absolviert. Ja, was für eine Universität? Also, das war also Deutsch und Englisch also Sprache. Ich bin Übersetzer. Können Sie das vorstellen? Oder nein, auch Spanisch? Sie sprechen so schlecht Deutsch. Sie sind niemals Übersetzer. Deswegen arbeite ich hier. Dann ist aber kein gutes Studium gewesen. Haben die dich rausgeworfen, weil du immer getrunken hast, oder hast du ein Karibu mit in die Universität gebracht? Ich hab in Köln so studiert ein bisschen, das war vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren, dann haben die dich rausgeworfen. Warst du bei diesen Grabschereien an Silvester in Köln dabei? Haben die dich deswegen rausgeworfen? Ich habe versucht, Deutsch zu lernen und ich versuche das zu sprechen wie so gut wie kann ich. Aber natürlich mache ich Fehler und natürlich vielleicht habe ich nicht so gute Aussprache wie Sie. Ja, das ist doch schwierig. Aussprache. Natürlich. Natürlich, ja. Und kennen Sie irgendwelche Sprache, also oder nur Deutsch? Ja, Englisch, Hebräisch, Indisch kann ich sprechen. Englisch und Indisch? Hindu. Hindi, meinen Sie? Hindi, ja.
Ach so, verstanden. Also wie habe ich verstanden, haben Sie kein Interesse auf Arbeit im Finanzmarkt, ja? Sie haben nur Interesse für das Gespräch, ja? Ja, ich rede sehr gerne mit Menschen. Wie viel kann ich denn, wie ist Ihre Internetseite, wie kann ich gucken? Bitte? Was ist deine Internetseite? Assad Group, Sie können das also Assad? Das gucken im Internet. Wie Assad von Syrien? Assad Group, nicht Assad, Assad. Ah, ihr könnt doch nicht mit Assad zusammenarbeiten. Nein, 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 mit Assad Group, Sie können zusammenarbeiten. Oi wei. Oi wei. Das ist nicht gut. Okay, dann danke schön für das Gespräch. Ich muss weiterarbeiten, also und Geld ja, verdienen. Du bist ein dreckiger Betrüger. Such dir bessere Arbeit und verschwinde. Betrüger? Natürlich. Also, so sagen Sie. Denken Sie so? Ja, guck mal deinen Firmenname bei Google. Alles Betrüger. Ja, ich hab. Und haben Sie bei uns gearbeitet? Nein, aber es reicht, Sie zu hören. Ach ich würde so. Mir ja auch nicht von einem Kindergartenkind ein Hochhaus bauen lassen. Warum sollte ich mir von Knalltürten Geld erwirtschaften lassen, die keine Ahnung haben vom Leben? Sag Sie mir. Sie möchten versuchen, auf Finanzmarkt zu arbeiten, also. Nein. Aber Sie möchten das nicht, das ist Ihre Entscheidung. Natürlich nicht. Ich mache gerade nur ein Video für YouTube. Ach so, verstanden. Ja, du okay, bist auch da. Möchtest du jemanden grüßen? Hallo YouTube. Hallo, Mazel Tov. Okay. Dann schönen Tag für Sie noch. Ja, dir danke. Auch nicht. Tschüss. Spreche ich mit Herrn Vorderziger, ja? Ja. Herr Vorderziger, also spreche ich mit Monika Hoffmann. Ich bin Kontobetreuer von der Firma Investus, wo Sie vor zwei Monaten angemeldet haben, ja. Um an Ihr Bitcoin investieren, ja? Vielleicht wissen Sie, dass es heute passende Zeiten an Bitcoin investieren, ja? Weil heute auch sehr viele Aktiengesellschaften, sehr bekannte Aktien haben schon an Bitcoin investiert, also Bitcoin verkauft, ja. Und hier steht also eine Liste von den Kunden, die nach einem Monat oder nach zwei Monaten registriert haben, aber noch nicht ihr Konto aufgeleitet, um an Bitcoin investieren. Ich rufe Sie an, um Ihnen zu helfen, endlich Ihr Konto aktivieren, damit Sie erfolgreiche Investitionen an Bitcoin machen können. Ich habe kein Wort verstanden. Haben Sie kein Wort verstanden? Sie sprechen viel zu schnell. Es ist kein Problem, Herr Vorderziger. Versuche ich alles langsam sagen, ja? Wie bitte? Ja, geht es? Sie haben aber mitbekommen, dass heute Feiertag ist, ja? Ja, es ist Feiertag, Herr Vorsitziger, verstehe ich, ja. Aber es geht um einfach Profit von unseren Kunden. Deshalb rufen wir unsere Kunden an, damit die Kunden einfach dieses Feiertag sozusagen verdoppeln, ja. Sie haben heute Möglichkeit, Ihr Konto aktivieren auf unserer Plattform. Dazu, als heute Feiertag ist und Ihr Konto nicht so aufgeladen, haben Sie 30% Unterstützungsgeld von unserer Firma, Herr Vorderziger. Also es bedeutet, Sie aktivieren Ihr Konto. Hallo? Hallo? Ja, was war das? Entschuldigung. Es war eins meiner Hühner. Ja, alles ist klar, das ist klar. Ja. Ja, Herr Vorderziger, also Sie haben 30% Bonusmöglichkeit von unserer Firma. Ja. Es bedeutet, wenn Sie Ihr Konto, Ihr Handelskonto mit uns aktivieren, geben wir dazu auch Unterstützungsgeld, ja? Niedrigste Sozialhilfe? Ja, genau. Wissen Sie, schauen Sie, wie es funktioniert, Herr Vorderziger. Hier steht Ihre Registrierung. Sie haben Interesse gezeigt, Trading machen. Wissen Sie, ja? Was ist Trading? Ja, Hähnchen. Investition. Ja. Wissen Sie, was? Ja, genau. Es ist super. Dann wissen Sie auch, wie man davon profitieren können, ja? Nee. Es steigen momentan, Moment zu Moment, also jede Minute steigen also einfach Möglichkeiten an Bitcoin investieren, davon Profit haben, ja? Sie sollen einfach Ihr Konto aufladen, damit Sie an Bitcoin investieren können, ja? Und für Aufladung Ihr Handelskonto gibt es 3 Beträge, Herr Hans. Reibekäse? Wie bitte? Reibekäse, haben Sie gesagt? Nee, 3 Beträge. Beträge, wissen Sie, ja? Beträge. Ja. Ja, damit Sie Ihr Handelskonto aktivieren können, Herr Hans.
dann wenn Sie Ihr Konto aktivieren, werden Sie also davon profitieren, ja? Wir Wovon geben denn? Kostenlos profitieren, Profit bekommen, Gewinn, ja? Ja, aber womit denn? Wie bitte? Ha, wie bitte? Gewinn. Herr Hans, haben Sie einfach ja, Vorstellung ich über... gewonnen? Nee, nee, nee. Sie sollen Ihr Konto auf unsere Plattform aufladen, damit wir Ihre also erfolgreiche Investition an Bitcoin, an weltweit Aktien ja. ermöglichen können. Ja, es ist klar. Ja? Warum haben Sie denn heute nicht frei, sagen Sie mal? Wie bitte? Ha, wie bitte? Entschuldigung? Entschuldigung angenommen. Ja, ja. Können Sie das alles, was ich sage, ernst nehmen, Herr Hans? Was soll ja, ich es geht mitnehmen? Um Finanzmarkt. Ernst. Es geht um Finanzmarkt. Ja, es ist kein Spiel, Herr Hans. Haben Sie Interesse, Ihr Handelskonto aktivieren oder nein? Was muss ich da denn machen? Sie sollen einfach 250 investieren, damit Ihr Konto aufgeladen wird. Dazu geben wir auch 30% Bonusgeld. 30%. Wenn Sie 250 investieren, dazu geben wir auch 30% Bonusmöglichkeit. Es bedeutet zusammen... Entschuldigung, hören Sie mich? Wie bitte? Hören Sie mich, ja jetzt? Ja, ja. Ja, haben Sie Visa oder Mastercard, Herr Hans? Habe ich was bitte? Visa-Karte oder Mastercard haben Sie? Nee. Haben Sie keine Karte? Nee, nee, Sparkasse ja im Prinzip, ne? Ja, alles ist klar. Ja, Herr Hans, wie ich sehe, haben Sie kein Interesse dran, Trading machen oder weiß ich nicht, ja? Warum? Weil ich keine Karte habe? Nee, weil Sie vielleicht, habe ich gesagt, ja, wie es funktioniert. Haben Sie Vorstellung schon darüber, wie es funktioniert? Ja, ja. Ja, okay, dann seien Sie erreichbar. Ich versuche, also wenn Sie Karte haben, Visa Kasse? Oder Mastercard, Karte, Visa oder Mastercard, Herr Hahn. Die Katze? Karte. Ja. Visa oder Mastercard, ja? Ja, ja. Wenn Sie es haben, geht also Investition leichter und schneller, ja? Wenn Sie es nicht haben, versuche ich irgendwelche Lösungen für Sie selbst finden und anrufen, ja? Ja, das ist sehr freundlich. Ja, vielen Dank Ihnen. Seien Sie erreichbar. Danke, tschüss. Wann denn? Seien Sie erreichbar, ja? Ja, wann erreichbar. Denn? Wann denn? Ist das so eine schwere Frage? Wann, vielleicht nach 2 Stunden vielleicht, Herr Hans. Ja, ist ja Ostern, ich kann ja jetzt nicht den ganzen Tag am Telefon sitzen, ich bitte Sie. Nee, das brauchen Sie nicht, Herr Hans, das brauchen Sie nicht, ja? Also ich werde nach 2 Stunden vielleicht anrufen und Bescheid geben. Vielleicht ja? Oder definitiv? Ist das so wichtig? Das hängt nicht von mich ab, Herr Na Hans. Doch. Ich soll von meiner Abteilung berichtigen, ob für Sparkasse eine Methode gibt es, Investitionen machen oder nein, ja? Ja, und was habe ich jetzt gewonnen? Nichts. Momentan brauchen Sie nichts zu machen, ja? Ich werde anrufen. Ja, wann denn? Okay. Nach 2 Stunden. Ja, ich werde bereit sein. Ja, okay, ja. Vielen Dank. Tschüss. Bis dahin, wiederhören. Wiederhören. Die sind so blöde, diese Figuren. Das ist unglaublich. Wolf? Wer ist denn da? Ich bin Eva Braun vom Company Ozonev Corporation. Eva Braun? Sie sind jetzt... Genau. Ja, freut mich. Sie sind... Okay. Sehr gut. Sie sind jetzt online auf unserer Plattform, auf Ozonev Corporation. Deswegen habe ich angerufen. Ich bin Ihre Kontomanagerin und ich möchte Ihnen dabei helfen, Ihre Handelskonto zu aktivieren, okay? Oh, super. Toll. Okay. Sagen Sie mir bitte, benutzen Sie jetzt Handy oder Computer? Nee, einen Laptop habe ich hier. Laptop, okay, sehr gut. Und sagen Sie mir bitte auch, haben Sie Erfahrung mit diesem Bereich oder das wäre Ihre erste Investition? Ja, mit Laptops kann ich sehr gut umgehen. Ich baue die immer selber zusammen, wenn Freunde da was brauchen.
Also nein, ich interessiere mich, haben Sie Erfahrung mit diesem Bereich? Haben Sie online gehandelt oder noch nicht? Ja, also ich mache ganz viel bei eBay. Ah, eBay, okay. Ja. Und okay, dann Frau Malfurf, ich möchte Ihnen ganz gut erklären, wie das bei uns funktioniert, okay? Mhm. Also bei uns Startkapital ist 250 Euro. Mit diesem Investition können Sie ganz gut unsere Plattform ausprobieren, anschauen, erlernen, wie das alles funktioniert, welche Möglichkeiten haben Sie bei uns und so weiter. Und wenn Sie über danach Ihre Profite und Erfolg sehen, können Sie mit einem größeren Geldbetrag handeln und größere Gewinne auch erzielen und auszahlen. Können Sie jederzeit von Ihrer Seite. Genau. Außerdem, weil Sie keine Erfahrung haben, wenn Sie heute Ihr Handelskonto aktivieren, dann von uns bekommen Sie persönliche Finanzexperten, welcher ist ein Fachmann, oh, macht technische und fundamentale Analyse für Sie. Das heißt, was Sie werden nicht alleine. Was macht der metallische Analyse? Das ist ein Metalldetektor? Fundamentalische. Nein, was fundamentalische. Heißt das? Technische und fundamentalische. Das analysiert. Ja, aber was heißt fundamentalisch? Ich kenne das Wort nicht. Also, ich erkläre Ihnen. Das heißt, dieser Finanzexpert macht für Sie alles, macht Analyse. Welcher Tag, welches Produkt ist besser für Sie? Womit können Sie mehr Geld verdienen, profitieren und so weiter, ja? Sie toll. Haben professionelle Wissen und damit Sie ganz erfolgreich werden bei uns. Wir haben viele Möglichkeiten, zum Beispiel, das ist Kryptowährungen, Indizien, Aktien oder Forex. Das ja, ist immer Sie Ihre mal ganz Entscheidung. Kurz, warte mal kurz, es wäre an der Tür, bin gleich wieder da. Entschuldigung, da bin ich wieder. Okay, da war der Postbote. Okay, na dann. Sie wollten aber bestimmt mit meinem Mann sprechen, oder, Eva? Also, ich habe hier gesehen, dass Hans-Herbert Malwurf hat Registrierung gemacht. Ja, ja, ich bin ja seine Frau. Ich hole ihn mal eben. Okay, ist kein Problem. Sie können zusammensprechen mit mir oder können Sie selber oder Ihren Mann auch kann. Das ist kein Problem. Guten Tag, hier ist Malwurf. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hallo, Herr Malwurf. Guten Wie geht's Tag. Ihnen? Mir geht es bestens. Mit wem habe ich das Vergnügen? Also, ich bin Eva Braun. Eva, es freut mich genau. So, dass du anrufst. Wir müssen viel besprechen. Okay. Herr Malwurf, Sie waren online auf unserer Plattform, auf Ozone Corporation. Das heißt, Sie haben Interesse mit Onlinehandel, richtig? Definitiv. Wir sind uns ja einer Meinung, dass wir den alliierten Einfluss in den Finanzdienstleistungswesen zurückdrängen und unbedingt frisches Kapital für die Reichsbank erwirtschaften müssen. Also, wollen Sie bei uns Startkapital haben? Also, wollen Sie bei uns Handelskonto aktivieren? Selbstverständlich, deswegen haben wir das doch gemacht, Eva. Okay, okay, sehr gut, Herr Malwurf. Jetzt sagen Sie mir bitte, welche Kreditkarte haben Sie, Visa oder Mastercard? Nun, bevor wir ans Finanzielle gehen, musst du mir erstmal erklären, was kann ich da denn überhaupt machen? Weißt du, ich bin Maler von Beruf. Ich kenne mich nicht aus mit solchen Sachen. Ja, das habe ich schon mit Ihrer Frau erklärt, aber ich erkläre Ihnen nochmal. Ich bitte darum. Also. Okay, Herr Malwurf, wenn Sie jetzt heute bei uns Ihr Handelskonto aktivieren, dann von unserer Seite bekommen Sie persönliche Finanzexpert. Finanzexpert ist ein Fachmann, der Sie können mit Ihrem Finanzexpert zusammen anschauen, erlernen, wie das alles funktioniert bei uns, welche Möglichkeiten haben Sie. Und wenn Sie Ihre Profite und Erfolg sehen, können Sie mit einem größeren Geldbetrag handeln und größere Gewinne auch erzielen. Ja? Mit einem Callcenter? Ja, genau, das ist Onlinehandel. Ja, das habe ich verstanden. Ja, das ist Onlinehandel, deswegen geht das alles, funktioniert online, ja? Im Internet, im Weltweiten, ja? Genau, im Internet. Und Sie rufen jetzt an vom Reichsfinanzministerium oder von woher rufen Sie an? Finanzmonitoringsabteilung. Jetzt, wie gesagt, wir Nein, sind eine große Wie nennt sich die Firma, ist die Frage. Unsere Firma heißt Ozone Corporation. Wie schreibt sich das? Hätten Sie nicht einen deutschen Namen wählen können? Das ist Hochverrat am Volk. Finanzmonitoringsabteilung und Ozone Corporation, okay? Unsere Hauptsitz ist in London. In London, in Feindesland. Dann sollten Sie sich dort schnell also. Wegbewegen. Heute Abend um 19.33 Uhr ist die nächste Salve mit V-Raketen geplant. Hören Sie mich bitte zu. Würden Fein Sie Moment, mir bitte Herr zuhören? Ich bin der Kunde.
Der Kunde hat immer also recht. Sie sind unsere Kunde, okay? Und entsprechend erwarte ich mit Respekt, Demut und Ehrfurcht behandelt zu werden. Und Sie sprechen mich... Habe ich nicht verstanden, was Sie wollen. Sie sprechen mich ab sofort mit meinem Führer an. Haben Sie das verstanden? Also, hören Sie mich einen Moment bitte. Sie haben Registrierung gemacht, okay, Herr Maulwurf? Und deswegen habe ich sofort angerufen, weil wir haben gute Service, ja, für unsere Kunden. Wenn Sie wollen, bei uns Handelskonto aktivieren, kann ich Ihnen dabei helfen. Wenn nicht, dann können wir verabschieden. Ich brauche Geld. Ja, wenn Sie Geld brauchen, dafür brauchen Sie nur erste Investition. Das ist 250 Euro. Haben Sie das? Selbstverständlich. Ja, okay. Aber du wenn bist Sie mir jetzt schon blöde. Ich werde das jetzt beenden hier. Herr Maulwurf? Nein, seine Frau. Wie bitte? Das ist seine Frau. Was willst du? Sie haben sich registriert bei Bitcoin Up. Am 30.09. Aber ich konnte sie leider nicht erreichen. Was? 1999? Am 30.09. Was ist denn das? Das heißt 30. September oder 30.09? Das war der September, genau. Ja. Am 30. September. 30. September, das ist ja schon lang her. Genau, ich konnte sie leider nicht erreichen. Ihr Telefon war aus, ja, oder? Hey, das kann sein. Ich weiß es nicht. Was willst du? Sie haben sich registriert für Bitcoin Trading. Das ist richtig. Das ist schon lange her, das weiß ich nicht mehr. Vielleicht mein Mann. Ich mache nicht so viel mit dem Computer. Okay. Soll ich denn mal fragen? Ja, fragen Sie doch bitte nach. Ja, warte mal. Guten Tag, wer ist da bitte? Ja, guten Tag, Herr Maulwurf. Ja, Telefon. Sie haben sich registriert für Bitcoin Trading, ist das richtig? Ich habe gefragt, wer da ist. Manuel Kaufmann. Ja, und wie kann ich Ihnen helfen? Sie haben sich registriert für Bitcoin Trading, ist das richtig? Wie denn, wo denn, was denn? Ich bin gerade beim Arzt gewesen. Ja? Ja. Okay. Und Sie haben sich registriert am 30. September für Bitcoin Trading. Oh, das ja, das kann sein, das ist ja schon ein bisschen was her, ne? Was genau, ist da jetzt Ihre Frage? Sie haben sich registriert und Sie wollten investieren, das ist richtig. Ja, Geld verdienen war schon mal prinzipiell da, glaube ich, das ist doch die Nummer, ne? Genau, ja. Ja, ja, das ist ja im Prinzip mein Anliegen gewesen. Genau, und ich konnte Sie nicht erreichen, weil Ihr Handy offenbar nicht angeschaltet wurde. Ja, das ist passiert, ne? Ja. Und wollen Sie weiter investieren oder was haben Sie jetzt vor? Ich weiß nicht, weswegen Sie mich angerufen haben. Was meinen Sie? Ich habe Ihnen doch gerade erzählt. Ja, ja, aber was Sie jetzt machen wollen. Sie möchten ja investieren, ist das richtig? Oder ja, ja. Warum haben Sie sich registriert? Ja. Genau. Und ich rufe Sie an, um zu fragen, was Sie jetzt machen wollen. Wollen Sie jetzt anfangen, zurück zu investieren, ich oder? Ich weiß ja nicht, wie das funktioniert, ne? Genau, ich würde Ihnen alles erklären und zeigen, wie das funktioniert. Ach so. Ja, das können wir uns gerne angucken. Genau, wann können wir das machen? Jetzt vielleicht, oder? Ja, können wir auch jetzt machen. Ja, ja. Was für ein Handy haben Sie? Ich richte mich da nach Ihnen, ne? Das ist so ein ganz normales... von der Telekom, ne? Sie haben aber keine iPhone oder Samsung, sowas in diese Richtung? Nee, das ist ja so eine ganz alte Maschine hier. Achso, okay. Und ja, haben Sie ein PC vielleicht oder haben Sie überhaupt ein Handy? Nee, ich habe einen Computer, ja. Okay, und ein Handy haben Sie nicht? Nee, was soll ich denn damit? Achso, okay. Ja, mit Handy geht's leider nicht. Ohne Handy geht's leider nicht, wenn Sie kein Handy haben. Warum nicht? Dann bräuchten Sie... dann bräuchten Sie... Computer alles angucken. Genau, aber Sie bräuchten ein Handy, um die Verifizierung durchzugehen. Um was zu machen? Die Verifizierung durchzugehen. Was bedeutet damit das? Damit wir wissen... das heißt, Sie müssen Ihre Persönlichkeit bestätigen. Das ist eine Regelung von EU, dass keiner darf handeln mit Geld.
mit Kryptowährungen ohne seine Persönlichkeit bestätigen. Also meine Frau genau. kann bestätigen, dass ich eine ziemlich narzisstische Ader habe. Das kann auch sein, ja. Das kann ich leider nicht sagen. Oder was meinen Sie? Ihre Persönlichkeit bestätigen, das heißt, Sie müssen mit Ihrem Ausweis... Das nennt sich das Wort, das Sie suchen, heißt Personalien. Könnte auch sein, ja. Ja. Jetzt heißt es Verifizierung. Ja, aber das kann man doch auch mit dem Computer machen. Das mache ich doch in einer Tour, wenn ich Waffen bestelle. Können Sie auch machen, ja, aber hier geht es ein bisschen anders mit Bitcoin-Währungen. Das müssen Sie schon mit Ihrem Handy machen. Das ist ja nicht nett. Ja, das ist was Neues. Das ist was Neues, ein Rückschritt, ne? Kann auch sein für jemanden. Ja, ja. Und was jetzt? Okay, leider haben Sie ja kein Handy, ja? Da können wir nichts machen. Ich hab das von meiner Frau, haben wir da. Okay. Ja? Ja, dann können wir leider nichts machen, wenn Sie kein Handy haben. Ach, das von meiner Frau kann man auch nicht nehmen. Das von Ihrer Frau können Sie nehmen, ja. Das geht. Genau. Soll ich Ihnen dann meine Frau wiedergeben? Können Sie machen, ja. Ja, einen Moment bitte. Du musst das mal, ich hab ja kein Mobiltelefon, ne? Hallo? Ja, guten Tag noch einmal. Ja, was ist das Problem? Das Problem ist, Sie bräuchten ein Handy, um die Verifizierung zu gehen. Das hab ich? Wofür brauchen wir das? Um die Verifizierung durchzugehen. Wovon? Ihrer Persönlichkeit. Meine Persönlichkeit? Genau. Was heißt das? Damit Sie mit Kryptowährungen handeln können, müssen Sie eine Verifizierung durchgehen. Aber was brauchen wir dazu? Ein Personalausweis und ein Handy. Ein Smartphone. Ja? Haben Sie ein Smartphone? Ja, wie das? Welches? Für die Chatgruppe. Wie bitte? Ja. Wie bitte? Nochmal, ich hab's nicht verstanden, was gesagt hast. Was für ein Smartphone haben Sie? Oh, ich kenn mich da nicht aus mit. So ein bisschen was Größeres. Samsung steht drauf. Okay. Und jetzt? Vollidiot, du blöder Hund. Alter Bock. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Spreche ich mit Hans-Joachim? Ja. Ja, der ist am Telefon. Sehr gut. Ich bin Antonia Riebs, Herr Hans-Joachim. Es geht um Onlinehandel und Sie haben Interesse gezeigt. Ist das korrekt? Teichpumpe? Nein, es geht um Onlinehandel und Sie haben Interesse gezeigt am Finanzmarkt. Onlinehandel mit Geld verdienen, Geld zu verdienen. Geld ist immer gut, nicht wahr? Deswegen melde mich bei Ihnen. Ja. 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 Also, ja, ich melde mich von der Firma Valdex Pro. Von was bitte? Valdex Pro. Ich melde mich von der Firma Valdex Pro. Wie schreibt ja, man das? W wie Wilhelm, A wie Anton, L wie Ludwig, Valdex Pro. Es geht um Onlinehandel. Erinnern Sie sich? Sie haben Interesse gezeigt. Also wenn ich den Namen Ihrer Firma bei Google eingebe, dann wird mir vorgeschlagen, Wald explodiert. Aber da haben Sie nichts mit zu tun, oder? Nein, nicht Wald explodiert, sondern waldexpro.com. Ach so, hab schon gedacht, ja. Weil wir hatten erst einen Waldbrand im Sommer. Herr Hans-Joachim, ich habe eine Frage. Haben Sie schon mal gehandelt oder nicht? Ja. Haben Sie Erfahrung in dieser Richtung? Was bitte? Haben Sie Erfahrung in dieser Richtung? Haben Sie schon mal gehandelt? In der Lichtung? Die ist ja da auch verschwunden im Wald. Da ist ja nichts übrig geblieben nach dem Brand.
Herr von der Ziege, also, haben Sie schon mal gehandelt mit Bitcoin oder mit Amazon-Aktien oder mit Gold, mit Rohstoffen? Es geht um Online-Handel. Also bei Amazon bin ich ja immer unterwegs, nicht wahr? Da hole ich mir immer das Abführmittel. Herr von der Ziege, verstehen Sie mich, was ich sage? Ja, ja, Amazon, nicht wahr? Ja. Also, und ich habe gefragt, das haben Sie schon mal gehandelt oder nicht? Ja, ich habe das ja beantwortet. Können Sie mich denn gut verstehen? Ja, Sie haben gehandelt, ja? Ja, ja, ich bestelle immer bei Amazon. Das war ja Ihre Frage gewesen. Herr von der Ziege, mit wem haben Sie gehandelt? Mit einem Broker, ja? Mit einem was bitte? Kotzbrocken? Nein, Herr von der Ziege, eine Sekunde bitte. Ja? Hallo, guten Tag, Herr Joachim, Sophie Willis am Parat von der Firma Waldex Pro. Ich heiße von der Ziege, ich glaube nicht, dass wir per Du sind. Ah, Ziege, tut mir leid, entschuldigen Sie mich bitte, ja? Ja. Also ich habe eine Frage. Ja. Also im System sieht man, dass Sie Interesse haben Richtung Onlinehandel. Das wollte ich zuerst überprüfen. Ist das soweit alles korrekt, ja? Ja, ja, natürlich. Wunderbar, sehr schön. Haben Sie Erfahrung? Haben Sie schon mal gehandelt? Ja, hat die Kollegin ja auch schon mehrmals gefragt. Die fragte nach Amazon, das bin ich so einmal die Woche ungefähr. Okay, sehr schön. Haben Sie gute Erfahrung? Machen Sie gute Profite, wenn ich das natürlich fragen darf? Also ich habe jetzt die Tage, da hatte ich Wäschekörbe bestellt. Da waren 3 abgebildet bei Amazon. Da ist aber nur einer geliefert worden. Da habe ich mich dann beschwert und habe das zurückschicken lassen. Ansonsten war das eigentlich immer ganz in Ordnung. Außer wenn die halt da irgendwelche Sachen anbieten. Und hinterher kommt dann so eine E-Mail, wo dann drin steht, dass das aus China versendet wird und dass das jetzt 8 Wochen dauert. Und da weiß man ja nicht mal, ob man so lange noch lebt, dieser Tage. Und das ist dann halt schon nervig, aber ansonsten bin ich immer zufrieden mit ihnen. Hallo? Ja. Warum werde ich da im Hintergrund beleidigt? Wir haben überprüft, Herr von der Ziege, also dass Sie Erfahrung haben oder nicht in diesem Richtung. Es geht um Online-Handel. Ja, sind Sie die Vorgesetzte? Genau, ich bin der Antonia. Ja? Dann ist auch meine technische Abteilung, die Sophie Weli. Ja, dann verlange ich jetzt, dass die Mitarbeiterin zur Rechenschaft gezogen wird, die im Hintergrund gerade gesagt hat, der ist ja verrückt. Das habe ich genau gehört. Nein, also wir haben sehr viele Kunden und wir sind sehr große Unternehmer, Herr von der Ziege. Ja, aber ich bezweifle, dass genau die gleiche Frau wenige Sekunden später mit jemandem am Telefon spricht und sagt dann, der ist doch verrückt, der denkt, ich bin von Amazon. Ich habe das genau gehört, die soll sich sofort bei mir entschuldigen. Okay, eine Sekunde bitte. Ich überprüfe. Ich muss jetzt fragen, ja? Eine Sekunde bitte. Unerhört sowas. Ich glaube, da werde ich gleich ein bisschen hühnern. Ja, Herr von der Ziege, Sie entschuldigen sich, ja? Ja, dann bitte persönlich bei mir. Okay.
Herr Verdächtige, Sie entschuldigen sich, ja? Das können Sie bei Amazon also anrufen und alles sagen, ja? Ihr haltet mich wohl alle für bescheuert da drüben, ha? Brack! Herr Verdächtige, was ist los? Ja, ich bin ein Hühnchen, das ist halt so. Brack! Sind Sie ein Hühnchen? Ja, ich bin ein Hühnchen und ich möchte jetzt Hühnchen. Gerne meine Körner haben. Brack! Wie alt sind Sie, Herr Verdächtige? Sie sind, glaube ich, 15 Jahre alt, ja? Nein, ich bin 81. 81? Ja. Und Sie, okay. Wie alt sind Sie? Das fragt man eine Frau ja eigentlich nicht, aber ich glaube, Sie sind eher ein Bergtroll. Mir ist egal, ja? Nee, also, ich habe Ihnen ja den Gefallen getan. Schönen Tag. Was für Vollidioten sitzen, das ist unglaublich. Ja? Guten Morgen, Nikita Murphy ist am Apparat. Ja? Spreche ich mit der Bandirandirokan? Bandirandirokan, ja. Shandip. Bandirandirokan. Shandip. Ja, Shandip. Wunderbar. Aha, okay. Woher kommen Sie? Wer ist da? Wer will wissen? Ah, ich bin Nikita Murphy. Ja? Ich kontaktiere Sie vom europäischen Finanzmarkt. Oh. Bezüglich Ihrer Anmeldung. Jawohl, Sie sind auf unserer Plattform gestern von einer Werbung angemeldet. Bitcoin-Werbung. Bitcoin, right. Jawohl. Und ganz genau bezüglich das, ich kontaktiere Sie. Das ist sehr gut. Ja, natürlich. Okay. Und ich bin dabei, Ihnen zu helfen, Ihr Handelskonto in europäischen Finanzmarkt auch zu aktivieren. Activation, okay. Okay, können wir Activation machen. Gut. Jawohl. Zuerst, ich interessiere mich für die Erfahrung in diesem Bereich. Haben Sie schon etwas gemacht? Was habe ich gemacht? Nun, eigentlich Erfahrung. Haben Sie in diesem Bereich? Bei Internet? Haben Sie schon Investition bei Internet? Nicht, im Online-Handel. Nee, noch nichts machen. Einfach ausprobieren, okay? Okay, wunderbar. Und haben Sie schon eine Entscheidung getroffen, mit welcher Summe möchten Sie zu starten? Ich will Dogecoin kaufen, right? Ganz viele Dogecoin kaufen, weil das sehr gut wertvoll Geschäft machen. Jawohl. Jetzt gerade zur Zeit ist auf der dritte Platz, dieses Dogecoin. Right. Darum will ich haben. Jawohl. Du verstanden? Jawohl, natürlich. Jawohl, ich habe alles verstanden. No. Ich bin Krypto. Du bist Krypto? Nein, ich bin Krypto, also ich arbeite hier in diesem Bereich, also in Krypto-Abteilung. Krypto-Abteilung? Von Europäisch Central Bank, right? Von Europäische Haupthandelszentrale, das ist eine Verein für die Online-Handelungsbereich, so für alle Firmen. Firma oder Verein, right? Jawohl. Verein für die alle Kryptowährungen zum alle Online-Handelungssystems Firmas. Kannst du mal den Blumenkohl aus dem Mund rausnehmen? Bitte? Ha? Bitte, verstehe ich das nicht. Du kannst man dir sehr schlecht verstehen, right? Was ist das Problem? Telefon kaputt? Nein. Ha? Nein, ich höre. Ich habe Ihren Satz nicht verstanden. Ohren? Ja, ich habe zwei Stück. Aha. Hallo? Jawohl. Hören Sie ja mich? Ja. Okay, wunderbar. Dann mach mal wieder so. Wunderbar. Sie möchten etwas Dogecoin kaufen. Right. Okay. Zum Beispiel, könnten Sie das mir sagen? Ja. Könnten Sie das mir sagen? Bei uns, Sie können für Start, für Anfang, Sie können mit 250 Euro, mit 500 oder mit 1000 Euro investieren, starten. Na, das ist viel zu wenig. Ich will ganz viel Dogecoin kaufen. Nur eigentlich mit Euros. Können Sie das mir sagen, welcher ist Ihr gewünschter Betrag? Ha, was? Ich bin hier wirklich schon. Ich bin Außengeländer, right? Kann ich nicht Deutsch reden, aber dir kann man überhaupt nicht verstehen, right?
Könnten Sie das mir sagen? Welcher Betrag ist für Sie? 250 Euro, 100 oder 1000? 7 Ziegen. Bitte? 7 Ziegen. Einsatz machen. 7 Ziegen, was bedeutet? Ja, Ziege. Könnten Sie das mir sagen? Wie viel Euro werden Sie bei uns investieren? 7 Ziegen. Mit welchem Betrag kann ich für Sie ein Konto öffnen? Ich habe so 1000 Beutel mit Ziegenhaar. Beste Haar von Kasachstan. Kann ich dir geben, für Trading machen? Nein. Und du gute Profit bei meinem machen? Nein. Okay. Sie können bei uns mit Euros investieren. Kasachstan ist das tollste Land in der Welt. Alle anderen Länder sind die Heimat von Schwuchtel. Hast du verstanden? Ja. Jetzt musst du singen. Sing mit mir, meine Bruder. Wie anfängt das? Und lernen Sie mich und ich werde singen. Ich glaube, da habe ich nicht die Zeit für. Sagen Sie es mir, wie ihr anfangt. Brack! Wieso? Brack! Kann ich bei dir Hühner kaufen? Nein. Brack! Eigentlich nein. Ach so. Kannst du mal Lautsprecher anmachen bei Firma? Jawohl. Mach mal Lautsprecher, okay? Ja, das ist so. Wie viele Eier hast du heute liegen, meine Bruder? Nein, ich bin nicht Eierlegger. Du bist keine eierlegende Wollmilchsau, right? Okay. Du hast hier bei Tierstimmenstudio Berlin angerufen. Wir machen so Tiergeräusche für Kinderfilme, right? Vielleicht möchtest Herr du Schande, auch bei uns arbeiten, weil du machst eine sehr gute Chicken. Aber woher kommen Sie? Von Kasachstan, oder? Nein, ich bin von Indien. India. Okay. Ja. Okay, und mit geschäftlich möchten Sie etwas machen oder wollen Sie nur mit der Hühnerstimme das alles tun? Ja, ich will mit Hühnerstimme Geld verdienen. Kannst du mir helfen, Hühnerstimmen-Aktien zu kaufen? Wo finden die euch Gestalten immer? Ganz ehrlich, hier kommt doch alle. Gehen die da abends irgendwie durch die Bars, hauen den Betrunkenen über den Kopf und stecken die ins Callcenter oder wo kommt ihr immer her? Ich glaub das alles nicht. Sag mir, was ist Problem? Problem ist bei Ihnen in meinem Kopf. Das habe ich nie bezweifelt, Blade. Ich habe ganz große Dachschaden. Ja. Kannst du mir da helfen? Kennst du gute Doktor für Hühner? Jawohl. Jetzt gerade, ich werde Transfer unser Gespräch zu Hühnerdoktor. Okay? Wiederhören. Ja, gib mir Hühnerdoktor. Okay. Danke. Ja. Das wie Daniel. Was ist das Spaß denn, Alter? Ist das unglaublich? Was denn das? Hab sie gerade nicht verstanden. Wer ist denn da, bitte? Da war ein Wasch mit dem Telefon nicht in Ordnung. Hallo? Mhm. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Keine Ahnung, da reden irgendwelche Leute. Hallo? 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 Wer ist da? Ja, hören Sie mich? Ja. Mit wem spreche ich gerade? Wer möchte das wissen? Ja, wer möchte das wissen? Hallo? 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 Was soll denn das? Warum stören Sie mich? Ich brauche Herr Hyper.
Ja, der ist am Telefon. Wer ist denn da? Hier ist Heiber, ja. Ich grüße Sie. Ich melde mich von... Ja, ich grüße Sie. Mein Name ist Safia Müller und ich melde mich von Training Academy. Lautet unserem System, Sie haben Interesse gezeigt für Onlinehandel. Also das heißt, Sie haben sich registrieren für ein Handelskonto zu aktivieren, Herr Heiber. Ja, genau. Ich wollte mich da mal informieren. Ja? Weil ich habe geerbt, nicht wahr? Das wollte ich anlegen, das Geld. Wieso, wenn ich fragen darf, was ist denn passiert? Nee, ich habe Geld geerbt und möchte das anlegen. Oder was meinen Sie? Anlegen? Anlegen, ja. Investieren. Nein, nein, schauen Sie mal. Sie haben sich registriert, ja, für ein Handelskonto. Ja. Und wenn Sie zum Beispiel jetzt ein Handelskonto registrieren würden, Sie bekommen zum Beispiel am 1. ein Demokonto. Und mit dem Demokonto, Sie können mal schauen und mal probieren, wie das einfach läuft, wie das einfach mal geht, paar Tage, Woche, Monat, wie das einfach geht. Wenn das Ihnen gefällt, Sie können starten mit dem Live-Konto. Ja, ja. Wenn nicht, können Sie sagen, ja, das ist nicht für mich, das gefällt mir nicht. Ja. Ja, und ich wollte ja gern ein bisschen Geld verdienen. Geht das denn bei Ihnen? Hallo? Aufgelegt. Blöd. Hallo? Ja, was ist denn passiert? Haben Sie aufgelegt, Herr Heiber? Nein, aber Sie sprechen ja nicht. Mein Enkel hat gefragt, ob Sie schon aufgelegt haben. Weil mit dem würde ich ja zusammen investieren, ne? Nein, nein. Haben Sie Interesse überhaupt an Online-Handeln, so gesagt, für ein Handelskonto? Ja, natürlich. Damit kann man ja Geld verdienen, nicht wahr? Ja, ja, können Sie. Ja. Aber Sie wissen, es behaltet immer ein Risiko, ja? Ja, natürlich. Sie sind ja früher immer auf Kaperfahrt gegangen mit Ragnar. Das war ja auch nicht ungefährlich. Aber ich bin jetzt halt inzwischen zu alt für die Seefahrt, ne? Und jetzt wollte ich halt mit ein bisschen sichereren Methoden Geld verdienen. Verstehen Sie? Okay, ganz kurz. Bleiben Sie bitte da. Ja, ich verstehe. Ich spreche nur kurz mit meinem Manager, damit ich nur ein Informationen bekomme. Dann bin ich wieder zurück da, ja? Ja, ja. Wie lange dauert das denn? Hallo? Ja? Eine Minute bis zwei Minuten, ja? Ja, können Sie mir schöne Musik anmachen? 2 Minuten maximal. Schöne Musik? Ja, Warteschleifenmusik oder gibt's das nicht bei Ihnen? Offenbar nicht. Hallo? 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 Ja, wer spricht bitte? Sofern und Sie. Hallo? Matthias Lange, ich bin der Manager. Hallo, hören Sie mich? Ja, ich kann Sie hören, aber die Leitung ist manchmal unterbrochen. Ist ja nicht schlimm. Wieso verändern Sie Ihre Stimme, wenn ich fragen darf? Da ist mein Enkel ist bei mir. Wir wollen das zusammen machen. Okay, wie jung Sie denn? Bitte? Wie jung sind Sie denn? Ich bin 69 und Sie? Wieso? Das spielt doch keine Rolle, wie alt ich bin, also Herr Lemweder. Sie wollen ja ein Handelskonto aktivieren, oder? Ja, und warum spielt das da eine Rolle, wie alt ich bin? Weil ich Sie qualifizieren muss, damit ich sicherheitshalber vorgehen kann, dass Sie überhaupt 18 sind oder sonst was. Ja, brauchen Sie da im Prinzip einen Ausweis dafür? Da habe ich eingescannt auf den Computer, das wäre kein Problem. Was, Herr Lemmeder, wie jung sind Sie? 69, haben Sie gesagt. Ja, ja, nach wie vor. Okay, was haben Sie beruflich vorher gemacht? Sie genießen Ihre Rente, oder? Ja, ja, ich bin zur See gefahren. Okay.
Ich gebe Ihnen jetzt die Frau Müller wieder zurück. Sie wird Ihnen alles zeigen, Herr Lemmeda. Machen Sie das Handelskonto mit der Herr Müller dann auf, okay? Mit dem Herr Müller oder der Frau Müller? Mit der Frau Müller. Ja, weil Sie gerade Herr gesagt haben. Aber ist ja egal. Vielen Dank, ja? Hm. Alles klar, bis dann. Hallo. Hallo, Frau Müller, ich bin da. Ja, schön. Ja, was benutzen Sie gerade, wenn ich fragen darf? Naja, im Prinzip ist das ja so ein elektrisches Teil. Ich habe das sonst immer mit Handbetrieb probiert, aber das ist mir zu anstrengend geworden. Das kann ich mir schon vorstellen, ja. Ja, ja. Sind ja nur bitte, Herr Halper, was benutzen Sie gerade? Haben Sie ein Smartphone oder ein Laptop, Computer? Was haben Sie? Na, ich habe einen Computer im Prinzip. Das ist ja für die Navigation ganz wichtig. Ja, weil ich kann ja nicht mehr so gut laufen, nicht wahr? Navigation? Wie bitte? So sollten wir jetzt laufen, wenn ich fragen darf? Ne, kann ich ja nicht, deswegen, ne? Ich bin ja der Knochenlose, nicht wahr? Sollten wir auch nicht laufen. Nein, nein. Einfach normal sitzen, einfach normal und chillen, dass wir ein Handelskonto aktivieren. Also Sie brauchen nicht laufen, ja? Ja, das ist gut, weil ich... Es kann schon mal passieren, dass ich mir einen Knochen breche, aber ich breche niemals Versprechen, nicht wahr? Das ist ja immer mein Lebensmotto gewesen. Okay, kann ich schon verstehen. Das ist gut. Jetzt werde ich Ihnen... Wo kommen Sie denn her, sagen Sie mal? Hallo? Aufgelegt. Irgendwie liegt die ziemlich gerne auf, kann das sein? Mein Name ist Ingrid Weber, ich bin ein persönlicher Accountmanagerin. Ja, das freut mich, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Maulwurf von W99. Brauche bitte einmal Ihre Kontonummer zur Bestätigung? Ihre Kontonummer? Ja. Leider haben Sie noch nicht ein Konto auf unserer Webseite, darum rufe ich Ihnen an. Ja, ich kann Ihnen mitteilen, dass Sie bei unserer jährlichen Gewinnverlosung 6 Kronkorken gewonnen haben. Wie bitte? Ja, Sie haben den großen Jackpot getroffen und wir würden Sie das gerne überweisen machen. So, Sie haben sich auf unserer Webseite angemeldet. Genau. Und jetzt haben Sie gewonnen. Sie sind ja schon lange Kunde bei unserem Haus. Deswegen bekommen Sie jetzt 9 Monate zu Preis von 13 Monaten geschenkt. Das ist super. So, Mindestbetrag auf unserer Webseite. Sie können auf Handelsplattform handeln und mit Finanzmarkt arbeiten. Ja? Ja, Monatsbeitrag ist 64,99 kostet monatlich für Sie, ja? Nein, unser Mindestbetrag ist 250 Euro. Nein, da hat Sie den Mitarbeiter sicher falsch beraten. Sie bezahlen 64,99 im Monat und dann haben Sie Berechtigung, viele tolle Sachen, wie zum Beispiel leere Duschgelpackung, zu gewinnen. Und Versand kostet dann nur 12,99 Euro. Aber nein. Doch, ich weiß, es klingt unglaublich, aber Sie haben diese Chance. Ich würde Ihnen Sie diese Chance wirklich geben. Und ich möchte Ihnen die Chance geben, auf dem Finanzmarkt zu arbeiten. Zum Beispiel mit Bitcoin. Wissen Sie, was Bitcoin ist? Ja, natürlich. Wissen Sie, wer Elon Musk ist? Natürlich weiß ich das. Und ich freue mich so, dass Sie sind und Sie unsere Kunde. Und wir würden Ihnen auch ein spezielles Preis geben, weil sind Sie so lange dabei, zahlen Sie für die nächsten 14 Monate den Preis von 20 Monaten. Aber das ist super, Sie sind ein schönes Mann. Ja, ich bin ein schönes Mann. Alles funktioniert. Willst du mit mir Date machen?
Verstehen Sie, wie alles funktioniert auf dem Finanzmarkt? Ja, wir zocken den ganzen Tag Leute ab. Und vielleicht haben Sie schon auf dem Finanzmarkt gearbeitet? Nein. Okay, dann Sie haben solche Möglichkeiten. Ja, wirklich? Sie können auf dem Finanzmarkt arbeiten. Und Sie können Geld so verdienen. Wirklich? Natürlich. Das ist gut. Natürlich, das ist nicht 1 Million. Und Sie werden nicht Millionär in einem Monat oder in einem Tag. Ja, das haben wir Ihnen ja auch gar nicht versprochen. Aber ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn Sie Sonderangebot annehmen. So, möchten Sie jetzt Ihr Handelskonto aktivieren? Ja, ich würde mich freuen, wenn Sie mir das Kontonummer geben, damit wir den Mitgliedbeitrag von 64,99 kostet monatlich für Sie abbuchen können. Leider haben Sie noch nicht Ihre Konto auf unserer Handelsplattform, aber Sie können es jetzt machen und dann aktivieren. Ja, ich brauche Ihre Kontonummer, bitte. Ja, möchten Sie ein Konto auf unserer Webseite machen? Können Sie mir bitte Ihre Kontonummer geben? Wie ich habe schon gesagt, Sie müssen das selbst machen. Sie ja, müssen selbst ein Konto machen. Ich bin bereit, warum? Das zu machen, aber ich brauche Ihre Kontonummer. Ich kann Ihnen einen Link schicken für unsere Webseite, für unsere Handelsplattform. Und Sie können dort selbst Ihre Konto machen und dann auch aktivieren. Ich bin immer hier für Sie. Ich helfe Ihnen, keine Sorge. Ja, ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Und es ist mir eine persönliche Verpflichtung, Ehre und Freude, Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Länge unseres Telefonates, das wir schon führen, berechtigt sind, zusätzlich zu Ihrer ersten Bestellung 3 original benutzte Taschentücher zu bekommen. So, dann sind Sie bereit, jetzt Ihr Handelskonto aktivieren? Ja, ich werde Sie weiterhelfen. Geben Sie mir bitte Vorname, Dienstgrad und Waffengattung und dann kann ich das für Sie einrichten. Ja, Sie können mir alle diese Informationen geben, natürlich. Und ich werde alles bei uns schreiben und Sie werden unsere Kunde bekommen. Ja, ich werde Ihre Kundschaft bekommen, mit Sicherheit. Ja, natürlich. Das ist gut. Sagen Sie, möchten Sie Sonderkündigungsrecht in Anspruch nehmen? Kostet nur 399 Euro und dann werden wir Sie auch nicht wieder anrufen. Nein. Also, dann möchten Sie Ihr Handelskonto jetzt machen und aktivieren? Ja, geben Sie mir nur Ihre Kontonummer, dann kann ich das für Sie aktivieren. Das müssen Sie selbst machen. Zuerst müssen Sie selbst Ihr Handelskonto machen und dann aktivieren. Ja. Super. Sind Sie bereit, jetzt zu machen? Ja, natürlich. Ich warte nur auf Ihre Kontonummer, dann werde ich Ihr Konto sofort aktivieren. Wie ich Sie versprochen habe, ich bin hier, um Sie zu dienen. Also, dann kann ich Ihnen sehr. Aber ich muss Sie aufgrund der Vorschriften des Hauses, muss ich Sie darauf hinweisen, dass Sie die Musik wegen Urheberrechtsverletzung sofort ausmachen müssen, weil ich nicht verstehen kann Ihre Kontonummer. Also, Sie können selbst Ihr Konto machen, wie ich schon gesagt. Ich glaube, Sie verstehen mich nicht ganz gut, ja? Ja, gut, genau. Ich brauche bitte Ihre Kontonummer. Und Sie bekommen heute 2 Hühnerpunkte. So, wenn möchten Sie, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel Geld auf Ihr Handelskonto einzahlen mit Visa oder Mastercard oder Bitcoin-Automat oder Bitcoin-Automat zum Beispiel. Ja, natürlich, Bitcoin-Automat. Also ich muss Sie darauf hinweisen, dass wir bei Glücksspielen nicht mitmachen. Wir sind ein zugelassenes, lizenziertes Unternehmen und die Kronkorken, die wir verschicken, sind garantiert mal auf irgendwelchen Flaschen drauf gewesen. Wir haben die im Park selber gefunden. Und für 64,99 kostet monatlich für Sie, können Sie für die geringe Mitgliedschaftsgebühr teilnehmen. Ja? Ich glaube, Sie verstehen mich ganz nicht. Doch, ich verstehe sehr gut, Sie haben, aber ich kann Ihre Bedenken leider nicht begründen, deswegen würde ich mich freuen, wenn Sie mir jetzt Ihre Kontonummer geben, damit wir das Konto für Sie aktivieren können. Und Sie haben Sie selbst
auf unserer Website angemeldet. Ja, deswegen, deswegen. Weil ich möchte mit Ihnen sprechen. Und ja. Sprechen. Ja, ganz normal. Sie haben es geschafft, sich zu registrieren. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir jetzt die Anmeldung zusammen für Sie durchführen können. Weil dann können Sie schon tolle Gewinne. Wir hatten gestern so viele Leute angerufen für das gebrauchte Red Bull Dose, was hat Angela Merkel weggeschmissen. Wir haben einen Gewinner gehabt gestern Abend. Sehr schön. Aber ich glaube, Sie sind nicht in Ordnung. Ich rufe Ihnen ein bisschen später mal an, okay? Ah, später kann aber sein, dass das gebrauchte Taschentuch von Oliver Kahn schon vergeben ist, wenn Sie den haben wollten. Ich rufe Ihnen ein bisschen später an. Ja, wir sind bis 23 Uhr im Dienst für Sie, ja? Aber das macht echt Spaß, ey. Die schnallen das überhaupt nicht, dass ich denen irgendeinen Scheißdreck verkaufen will. Hallo, guten Tag, Herr Maulwurf. Was gibt's? Gibt's nichts. Mein Name ist Erich Kawinski, ich rufe Sie von der Firma Tesla. Wie geht es Ihnen? Sie rufen von Tesla? Von Tesla Handel, genau. Tesla Handel, ah, cool. Ja, was gibt's denn? Genau. Ja, Sie haben sich für zusätzliches Einkommen am Wirtschaftsmarkt interessiert. Ja, mit Tesla Aktien. Mhm. Und ich rufe Sie an, um Ihnen zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Klasse, okay? so einen wie dich habe ich gerade gewartet. Ich hatte richtig beschissenen Tag bei der Arbeit. Mhm. Perfekt. Also, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Nein, überhaupt nicht. Du denn? Überhaupt nicht. Mhm. Ja? Bitte? Hast du selber Erfahrung? Kein du, sondern Sie, guter Mann. Nein. Es ist erstens. Zweitens. Also, es ist überhaupt kein Problem, dass Sie noch keine Erfahrung in diesem Bereich haben. In jedem Fall also werden Sie einen Finanzberater haben, der Sie jederzeit begleiten wird. Warum erzählt eigentlich jeder von diesen 10.000 Leuten jeden Tag von denselben Scheiß? Nein, zu einem Idiot. Ich erzähle zu einem Idiot. Na, verstehen Sie? Du bist ein scheiß Hurensohn, bist du dreckiger Telefonbetrüger. Und du, ganze Familie. Komm hierher. Kleinen Moment. Halt die Schnauze. Kleinen Moment, woher kommen Sie, guter Mann? Hans Herbert Maulwurf. Ich komme aus Ingolstädtchen, Blöd. Jetzt halt die Schnauze, du Idiot. Ach sowas, oh sowas, verstanden. Und wo kommst du her? Kasachstan was oder was? Moment, Kasachstan, Moment. Und Kasachstan, was machst du in Deutschland? Ist das tollste Land in der Welt. Alle anderen Länder sind die Heimat von Schwuchtel. Verstehst du das? Guter Mann, genau. Und was weiter? Wie viele Betrüger sitzen da bei dir? Ich habe eine Frau schon gehört. Und weiter? Ich habe dir eine Frage gestellt, aber bist du zu blöd, um und weiter? Zu beschweren, ne? Und weiter? Du bist ein Krimineller, du bist ehrenlos, deine Eltern hassen dich wahrscheinlich. Guter Mann, hören Sie bitte zu. Wir sind eine verifizierte Firma. Ach, erzähl doch keinen Scheiß, Alter, das glaubt dir doch niemand. Du hast gesagt, du bist von Tesla an, Alter. Mach deine Klappe zu. Du kannst du nicht einen Satz klar sprechen, willst aber andere Leute in Finanzangelegenheiten beraten. Leute. Man kann froh sein, dass du alleine den Weg zur Toilette findest und nicht deine ganze Umgebung voll pinkelst. Was ist los mit dir? Hast du keine Schule besucht oder was? Иди нахуй, сука, блядь. Guter Mann, beruhigen Sie sich bitte. Ich bin noch ganz ruhig, du sagen Sie bitte, mit welchem Ziel haben Sie sich bei uns angemeldet? Wozu haben Sie Ihre Kontaktdaten bei uns angemeldet? Sag mal, bist du so blöd geboren worden oder hast du dir das verdienen müssen? Mit harter Arbeit. Mhm, weiter. Ich will Geld verdienen. Okay, mach das. Ja, wie denn? Also vor allem, geh zur Schule, lerne deutsche Sprache, das musst du weiter, sagen, du finde eine Arbeit oder besser mache die Ausbildung. Ich breche dir die Beine, Alter. Du hast auch ja, keine weil, Ausbildung. Was hast du dein Leben lang mit Lego-Männchen gespielt? Weißt immer noch nicht, wie man bis 10 zählt. Und können Sie Deutsch sprechen? Natürlich. Welche Sprache sprechen Sie jetzt? Sprechen Sie Deutsch, bitte. Ja, natürlich. Warte mal kurz. Oder ist es in Ingolstädtien? Ja, jetzt rede ich Deutsch mit dir. Was willst du denn, du Drecksau? Komm hier, ich besorg's dir so richtig hart. Aha, perfekt. Komm her. Und bevor es war in Ingolstädtien oder was? Ja. Okay, dann geh nach Ingolstädtien und dann rede in Ingolstädtien, okay? Bist du ein Rassist oder was? Du hast selber einen Akzent. Was willst denn du von mir? Kein,
Was will ich von Ihnen? Ich spann dich auf den Bock und dann gucke ich mir mal an, wie du so bestückt bist und gebaut bist. Wie groß ist er, wenn er hart ist? Sie sind doch eine Zelle. Sie sind doch eine Zelle. Eine was? Eine Zelle? Erzähler, genau, deutsche Sprache lernen. Ja, du musst mal genau richtig sprechen, das Mikrofon aus dem Mund aufmachen. Nein, du musst deutsche Sprache lernen. Sagt der, der kein Deutsch kann, das ist großartig. Natürlich, natürlich, genau, genau. Genauso seriös wie okay, ein Nazi mit okay. Döner in der Hand, der mir was vom Deutschen Reich erzählen Hören Sie bitte will. Auf, guter Mann, hören Sie bitte auf. Warum Nein. bleiben Ihre Daten auf unserer Plattform? Ja, warum bleiben Ihre Daten auf unserer Plattform? Weiß ich nicht, damit ich euch jeden Tag verarschen kann, euch Vollidioten. Ihr schnallt sie Dann lösche deine Daten, Idiot. Nein, ich will ja, dass ihr anruft. Ja. Damit ich euch ärgern ja, kann. Ja, lösche deine Nein, Daten. Die werden nicht gelöscht, die bleiben da. Bestehe darauf. Okay. Okay, dann also, mit welchem Betrag möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Mit dem Standard, mit der Mindestmenge von 250 Euro. Ich kenne den ganzen Scheißtext daraus. Okay, perfekt. Du bist scheiße, okay? Deine Mutter du ist bist scheiße, weil sie dich nicht erzogen hat. Du bist scheiße und deine Mutter ist scheiße. Soll und ich dir mal meine alle Mutter deine geben? Familie und deine, alle deine Familie ist scheiße. Ich hol mal meine scheiße. Mutter ran, warte. Mhm, bitte? Ey, wie redest du mit meinem Sohn? Das geht ja gar nicht. Entschuldig dich. Soll ich dich entschuldigen, oh wie gesagt? Mein Gott. Entschuldig dich bei meinem Gott. Sohn, du alter Bock, du Dreckiger. Schlage die Und alle zusammen. Ich sag's ein paar. Wie alt bist du? Wie alt bist du, Alter? Ja, mein Sohn ist 19. Gerade geworden. Und du? Und du, Alter, wie alt bist du? Ja, ich bin jünger als du, du alter Bock. Du hörst dich an wie 90. Wo ist der Panzer? Das hast du alle weiter. Weiter. Sag schon, du bist ja altkriminell. So was Kriminelles wie dich habe ich doch gar nicht gesehen. Weiter. Alter Bock, du Hässlicher. Weiter. Ich ruf Polizei. Weiter. Hey, ich sperre dich ein. Ja, wir können zusammen Polizei anrufen. Ja, mach. Mach Konferenzschaltung, los. Ja, mach. Nein, du wolltest das machen. Ich habe nur ein altes Telefon. Es ist mir egal. Alle unsere Gespräche sind aufgenommen. Ja, das weiß ich. Ich nehme das ja auch auf. Und was ist dein Name ursprünglich? Hans Maulwurf. Genau. Hast du das verstanden? Genau. Ich bin die Margret Maulwurf. Genau, Hans. Ja, und wie ist dein richtiger in Tschechien, Name? Ich glaube, du hast ja auch einen falschen Namen. Ich glaube, in Tschechien, da gibt es andere Namen, ja? Wie heißt du denn? Ich weiß gar nicht, wie du heißt, du alter Drecksack. Am Anfang hab ich gesagt. Ja, das habe ich mal nicht gemerkt. Sprechen Sie Deutsch? Ja, ich spreche Schwäbisch und Badisch und Bayerisch. Aha, magst du da Fotzen noch an? Rein auf der Backenhof. Hey, schön trinken nebenher. Wenigstens dafür bist du nicht so blöd, du alter Drecksack und Dover. Ja, du bist auch nicht normal. Was haben sie gemacht mit dir als Kleiwarsch? Sag mal. Haben sie dich geschlagen auf dem Pausehof? Weil der Drachenlord abonniert hast, bist verprügelt worden. Stimm kein Barren einschmeißen. Verstehst du, du Drecksack, du Bläder? Hörst ja immer noch zu. Aber jetzt warte, bis du wieder was sagst. Weiter. Nein, du bist dran. Los, schwitz. Weiter. Na, da ruft noch einer an. Entweder du sagst jetzt was oder ich nehme der Nächste dran. Weiter. Nein, dann leg ich auf. Verschwind. Ich grüße Sie. Elsa Bjerg ist hier. Ich melde mich von Handelsplattform. Sie haben sich bei uns registriert. Ich habe Sie nicht verstanden. Wer ist da am Telefon? Okay, Elsa Bjerg ist hier. Eisberg. Das freut mich sehr. Nein, nicht Eisberg, sondern Elsa Bjerg. Sie sind gerade auf unserer Plattform registriert. Und ich bin Ihre persönliche Ansprechpartnerin und kann gerne dabei helfen, Ihre Handelskonto zu aktivieren, okay? Rufen Sie von der Ostfront an, sind Sie eine der hilfswilligen Kräfte? Also,
Ich melde mich von Online-Handelsplattform. Sie haben sich registriert bei uns. Ach, Sie sind bestimmt von Steiners Division. Ja, ich habe schon lange auf Ihren Anruf gewartet. Wann wird der Angriff Steiners erfolgen und wohin dringen seine Angriffsspitzen vor? Nein, Herr Sickhardt, Sie sind auf Bitcoin-App-Seite registriert. Ich bin die Ansprechpartnerin. Ja. Und ich kann gerne helfen, Ihre Handelskonto zu aktivieren, das, okay? Das können wir können uns sehr gerne auf die Befreiung vorbereiten. Okay. Herr Sickhardt, Sie sind, machen Sie es mit Handy oder mit Computer? Ja, soweit ich Himmler verstanden habe, funktioniert die neue V-Rakete mit einem ausgeklügelten Rechnersystem. Okay. Herr Sickhardt, was war Ihre Vorstellung bei der Registrierung? Mit welcher Summe wollten Sie einsteigen? Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Was war Ihre Vorstellung? Schreien Sie mich gefälligst nicht so an, ich bin Ihr diensthabender Vorgesetzter. Okay, was war Ihre Vorstellung? Mit welcher Summe wollten Sie einsteigen? Unser Ziel ist es, im Endeffekt den britischen Markt mit gefälschten Pfundnoten zu überschwemmen, um so weitere Kriegsanstrengungen unserer Erzfeinde zu untergraben. Und man sagte mir, dass Sie der richtige Ansprechpartner sind, wenn es darum geht, Geld zu verdienen. Ist das richtig? Genau. Und was war Ihre Vorstellung? Mit welcher Summe wollten Sie einsteigen? Da würde ich mich auf den Rat der Experten verlassen. Also minimales Startkapital ist 250 Euro. 250 Reichsmark, dafür kriege ich ein schönes Set Pinsel. Aber sei es drum, es geht ja um die Anstrengungen zum Gemeinwohl. Da bin ich durchaus bereit, auf persönlichen Luxus und Komfort zu verzichten. Was muss ich also tun? Also, minimales Startkapital ist 250 Euro und wenn Sie sogar mit kleinster Summe einsteigen, heute bekommen Sie Willkommensbonus 100 Euro dazu. 100? Genau. Welche Zahlungsmodalität ist lieber für Sie? Haben Sie Visa-Karte, Mastercard, PayPal oder Online-Banking? Wie können Sie investieren? Junge Frau, ich würde Ihr vorschlagen, bevor Sie mich nach meinen Transaktionsmöglichkeiten fragen, dass Sie mir Ihr Geschäftsmodell erläutern, sonst weiß ich ja überhaupt nicht, ob das interessant ist für mich. Okay, es geht um Handel. Sie können mit Bitcoin, mit Aktien, mit Rohstoffen handeln. Ja, und damit Geld. Wir haben unsere Ölgebiete im Osten verloren und brauchen dringend die Möglichkeit, wieder an Öl zu kommen. Okay, und haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder ist was Neues mit für Sie? Mit Öl? Nein, ich bin... Na, ich meine mit Handeln. Nein, dafür haben wir ja den Finanzminister. Ich selber kümmere mich ja mehr um die administrativen und repräsentativen Tätigkeiten in der Unternehmung. Okay. Herr Sickhardt, dass Sie keine Erfahrung damit haben, es ist überhaupt kein Problem, weil für unsere Anfänger haben wir Dienstleistungen entwickelt vom Kontomanager. Es heißt, sobald Sie Ihre Handelskonto aktivieren, Sie bekommen Ihre persönliche Kontomanager. Die sind richtige Professionelle und die machen wirklich stündliche Analyse, was auf dem Finanzmarkt passiert. Und die geben alle richtigen Tipps und alle richtigen Informationen, was sie fürs erfolgreiche Handeln brauchen. Weil es liegt auch an unserem Interesse, dass sie Erfolg haben, weil wir als Unternehmer profitieren. Nur an den Fall, wenn sie als Kunde profitieren. Da haben Sie natürlich recht. Die Volksgemeinschaft steht zusammen oder fällt zusammen. Und da wir dringend bis zum Ende des Dienstjahres die Chance eingenommen haben, müssen sind dringend neue Geldmittel erforderlich. Und wir haben leider keine Ressourcen mehr, um weitere Posterverkäufe zu starten, weswegen wir dringend auf neue Geldquellen angewiesen sind. Aha, okay. Herr Sickhardt, was war Ihre Vorstellung dann? Mit welcher Summe wollten Sie einsteigen? Ich habe ganz auf mich allein gestellt, ganz Europa eingenommen. Bedenken Sie das in jeder Sekunde, in der Sie mit mir sprechen. Ich werde alles Erforderliche tun, um mein Volk wieder ans Licht zu führen, denn momentan sind wir im Reich der Maulwürfe. Okay, also Sie können mit minimalem Startkapital einsteigen mit 250 Euro und wie gesagt, von unserer Seite bekommen Sie 100 Euro. Es heißt, dass Sie auch was auf unsere Kosten machen können. Jetzt die zweite Frage. Laden Sie mich gerade zum Essen ein? Nein, also wir sollen jetzt geschäftlich reden. Ich darf mit Privatgesprächen mit unseren Kunden nicht beschäftigen. Ich bin kein Kunde, ich bin der Führer. Ich nehme doch mal an, dass das einen Unterschied macht.
Okay, Herr Sickert, welche Zahlungsmodalität haben Sie? Reichsmark. Haben Sie Visa, Mastercard, PayPal oder Online-Banking? Ich werde später damit beauftragen, Ihnen ein Devisenpaket mit einem Kurier zukommen zu lassen. Mit welcher Zahlungsmodalität können Sie investieren? Sie wiederholen sich. Ich habe Ihnen gerade die Antwort gegeben. Okay, dann spreche könnte ich akustisch... Deutlich. Nein, ich könnte akustisch nicht hören. Was meinen Sie bitte? Ich habe gesagt, dass ich Ihnen einen Kurier schicke. Also mit Kurier kann ich kein Geld bekommen. Sie sollen investieren, entweder mit Visa, Mastercard, Online-Banking oder mit PayPal. Also ich bekomme vom Reichsjugendführer die Meldung, dass die Volksbank unter schwerem Artilleriefeuer liegt. Aber ich werde dann nachher selbstverständlich den Weg zur Bank auf mich nehmen, damit sie das nötige Kapital erhalten, um die Operation zur Unterstützung der Befreiung der Reichshauptstadt durchzuführen, auch erhalten. Wie lange dauert das, bis Sie Geld für uns erwirtschaftet haben in Ihrem Ministerium? Okay, einen Augenblick bitte. Ja, bitte. Hallo? Führer Hauptquartier, mit wem spreche ich? Ich grüße Sie. Frau Schneider ist mein Name, bitte. Frau Schneider, jawohl. Ja. Ich bin zuständig, Ihnen dabei zu helfen, dass Sie Ihr Handelskonto aktivieren, ja? Wo ist die junge Frau hingegangen, mit der ich gerade gesprochen habe? Stehen Sie auch unter Artilleriefeuer? Das geht um Handel mit Bitcoin. Wo ist die junge Frau hingegangen? Ist sie verletzt worden? Welche junge Frau? Mit der ich gerade gesprochen habe. Ich bin ja seltsamerweise gerade zu Ihnen weiterverbunden worden. Ganz genau. Unaufgefordert. Ja, ich bin zuständig. Haben Sie vor, Ihr Konto zu aktivieren? Selbstverständlich, wir brauchen dringend neue Devisen für den Kampf um die Freiheit der Nation. Das freut mich sehr gerne. So, das ist unseriös, was Sie jetzt hier machen. Entweder Sie reden vernünftig oder ich verabschiede mich. Mit mir. Haben Sie mir sehr etwas gut. Respekt vor der Obrigkeit? Ich danke Ihnen, tschüss. Fahrt zur Hölle. Ja, mein Name ist Peter. Peter? Ich bin der Account... Peter Schmidt. Ich bin der Account Manager von Binance. Ja, und Sie verlassen Ihre Daten bei uns. Was habe ich ja, verlassen? Ja, interessieren sich für extra Einkommen. Lassen Sie Ihre Daten bei uns. Wollen Sie Geld verdienen, richtig? Ja, Geld verdienen auf jeden Fall. Das ist okay. Ja, sagen wir, im Prinzip der Inhalt meines Lebens, ne? Ja, natürlich, das ist gut für jeder. Okay, dann sagen Sie bitte, verstehen Sie, wie alles funktioniert, oder haben Sie noch Fragen? Können Sie mal bitte nicht so schnell reden, ich kann überhaupt nicht verstehen, was Sie sagen. Okay, noch einmal. Haben Sie Fragen, wie alles am Finanzmarkt funktioniert, oder verstehen Sie? Ja, wie funktioniert denn das? Okay, sehen Sie, es gibt einen Markt, wie gewöhnlicher Markt, wo Sie Obst und Gemüse kaufen, ja, zum Beispiel. Ja, Nahrung. Aber hier kaufen und verkaufen wir Bitcoin, Öl, Gold, Rubine und so weiter. Ja, verstehen Sie? Natürlich. Ja, die Frage ist halt am Marktplatz. Ich habe ja schon entdeckt, ne, wenn wir den dann gebaut haben, das ist ja noch ganz, ganz lange, bis sag mal, die Burg und alles selber verfügbar ist. Sag mal, dass die Nahrung, die kostet ja ziemlich viel Gold, aber wenn ich Holz eintauschen will, da kriege ich ja nur ganz wenig Gold für raus, ne? Ja, interessante Geschichte, ja. Okay, dann wollen Sie mit uns arbeiten, verstehe ich richtig. Mit welchem Betrag wollen Sie anfangen? Na, ich bräuchte im Prinzip, sagen wir mal, damit ich ins nächste Zeitalter vorrücken kann, ich bräuchte noch so 700-800 Gold ungefähr. Und entsprechend würde ich halt gern, sagen wir mal, ein bisschen bei Ihnen einkaufen, dass ich das halt auch rauskriege, ne? Verstehen Sie, Sie können nicht mit Goldmarkt betreten, Sie können mit Euro. Sie können eher 700.000 Gold tauschen in Euro und investieren in unsere Plattform. Ja, jetzt haben wir im Prinzip das da halt im Endeffekt, weil das immer, wir sind ja eine Late-Game-lastige Zivilisation, dass wir das halt schon zum rechten Zeitpunkt, dass dann halt auch genug Kapital halt vorhanden ist, ne? Weil ich möchte das schon gerne, dass sich das halt auch lohnt, ne? Da die ganze Zeit auch zu investieren. Es braucht keine Zeit. Ja, wir können mit automatischen Robotern traden.
Ein Roboter? Ja, mit automatischer Bordsystem oder Roboter. Ja, Sie können damit traden und auch Geld verdienen. Also Sie wollen quasi so KI-Kämpfe machen, oder? Weil ich wollte ja im Prinzip schon selber auch mitspielen, ne? Was meinen Sie? Mitspielen? Na, ich will da ja selber auch mitmachen. Ich will ja nicht nur zugucken. Aha, ja. Sonst lerne ich das ja nicht, ne? Bin ja, zwar ein alter Bock, aber die grauen Zellen, die funktionieren noch gut. Ja, okay, dann sehen Sie, wir können so machen. Sie aktivieren Ihr Handelskonto mit mindestens Betrag 250 und dann schauen Sie bitte mal an, wie es funktioniert und so weiter. Ja, okay? Natürlich. Okay, dann können Sie bitte mit Mastercard einzahlen oder Girokonto, was für Sie besser? Nee, ich habe den Marktplatz ja noch gar nicht bauen können, da war ja schon ein Raid relativ früh. Ich bin jetzt ja gerade wieder aufbauen. Sie müssen nichts bauen. Sie müssen nichts bauen. Ja, das ist schon gebaut. Ja, und Sie müssen nur betreten. Betreten? Verstehen Sie? Ja, und ja. Soll ich den Spielstand jetzt laden im Prinzip, ne? Ja, Sie, das ist kein Spiel. Das ja, ist ja. Die wichtigste Sache, ja. Und wir können damit verdienen. Absolut. Okay. Dann da mit Mastercard oder Girokonto. Was ist für Sie besser? Ich richte mich da nach Ihnen. Ja, mit Mastercard oder Girokonto, was ist für Sie besser? Sagen Sie wie war denn, ich habe jetzt gar nicht zugehört, wie war denn der Name von Ihrer Firma überhaupt? Binance. Binance, habe ich schon gesagt, ja. Binance, haben Sie was mit haben Sie was mit Udwin zu tun? Nein. Der beschäftigt sich mit Bitcoin, Öl, weiß nicht, Gold und so weiter. Ja, deswegen dachte ich, weil sie immer Udwin farmt ja auch immer eine Menge Gold, deswegen dachte ich, dass sie mit dem irgendwie was zu tun hätten. Ja, natürlich, sie können mit ihr Geld auch etwas zu tun. Sie können das tauschen, ja, und für unsere Plattform investieren. Also Sie sind, sag ich mal, vom Designplan her eher darauf aufgebaut, dass man, sag ich mal, erstmal auf Handel und Wirtschaft geht und noch nicht so früh auf Streitkräfte, ja. Weil ich hätte jetzt sonst, sag ich mal, versucht, einen Man-at-Arms-Rush zu machen. Aber Sie sagen, ich soll erstmal gucken, dass das mit dem Marktplatz gut funktioniert, ja? Ja, okay. Sagen Sie bitte, in welchem Stadt wohnen Sie? Wie bitte? In welchem Stadt wohnen Sie? Frankfurt. In welchem Land? Und Sie? Frankfurt? Ja. Ja? Oh ja, ja, ich bin aus Berlin. Aus okay, Berlin? Gut, wo ja, denn dann, da? Ja. Sind Sie aus Tempelhof? Nein, es gibt da in der Reihe. In der DDR? Da gibt es doch gar nicht mehr. Nein, nicht DDR, natürlich, es gibt keine DDR mehr, ja. Ich meine, nicht in der Mitte der Stadt, ja. Etwas ein bisschen weiter. Also wohnen Sie in der Nähe vom Schloss im Prinzip oder vom Stadtzentrum, je nachdem halt, wie weit das schon fortgeschritten ist, ne? Wie viele Felder ja, gibt's ja. da? Wie viele Felder hat der Burgherr gebaut? Wie viele Felder? Ja, ich baue keine Felder. Ja, ich arbeite nur mit Finanzmarkt. Ach so, Sie sind im Prinzip einer von diesen... mit Land, ja. Also Sie sind ja im Prinzip einer von denen, der dann die Handelswagen hin und her fährt, ne? Das lohnt sich ja sehr. Je weiter die Entfernung zwischen den einzelnen Handelsposten ist, kriegt man ja mehr raus. Und ich sag mal, Berlin und Frankfurt, das sind ja Luftlinie schon 600-700 Kilometer. Was kriegt man denn da pro Tour raus? Sind das schon so 30-40 Goldstücke sind das, oder? Ja, natürlich, Sie können mit diesem Gold auch verdienen, ja, bei uns. Das ist gut, das ist gut. Können wir denn auch, ja. Wie viele Handelskarren kann man denn bei Ihnen, sag ich mal, mieten? Wie viele was? Ja, von den Handelskarren. Ich würde ja da im Prinzip gleich mehrere kaufen wollen. Oder halt mieten, je nachdem, wie das funktioniert bei Ihnen. Handelskarren, ja. Sie können bei uns mit dieses Gold, ich weiß nicht, ein SpaceX kaufen. Wissen Sie, was ist SpaceX? Nee. Elon Musk. Ja, den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich bin noch nicht im Postimperial-Zeitalter angekommen. Also ich habe jetzt im Prinzip jetzt die schwere Kavallerie gerade so ein bisschen im Fokus gehabt. Aber Sie haben ja gesagt, wir sollen erstmal die Infrastruktur mit Marktplatz und so aufbauen, dass wir halt handeln können und wirtschaften, ne? Ja, aber wir handeln nicht im wirklichen Leben, sagen wir, handeln im Internet.
Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Ja, ich wollte ja, mit diesem Gold, ich wollte ja im Prinzip Koop gegen KI, bis ich halt besser bin und dann wollte ich halt auch Rangliste spielen, ne? Okay, ja, sehen Sie, ja, ich habe ein gutes Angebot. Sie können mit diesem Gold eine Rakete SpaceX kaufen und im Weltraum fliegen. Wollen Sie das? Nein, nein, ich wollte ja schon, sag ich mal, im Mittelalter bleiben. Das ist immer mein Lieblingssetting im Prinzip. Abgesehen von den napoleonischen Kriegen. Aber die haben ja leider kein Remake von Cossacks und American Conquest gemacht. Das ja im Prinzip, sagen wir mal, mit Physik, Engine und Moral und allem arbeitet. Und jetzt hat er leider aufgelegt.